andere Situation. Starten Sie denn Ihr Manifest jetzt als Privatperson oder als linken Politikerin? Also fühlen Sie sich in Ihrer Partei die Linke mit Ihren Forderungen auch noch komplett vertreten? Oder es gibt ja auch Ideen, dass Sie vielleicht eine eigene Partei gründen wollen? Na, es sind ja unter den Unterstützern auch viele, die auch der Linken nahestehen. Also es sind zum Beispiel die beiden ehemaligen Bundespräsidentenkandidaten der Linken, also Herr Trabert und Herr Butterweger, haben ja auch das Manifest unterschrieben. Es ist ein sehr, sehr breites Bündnis. Und das finde ich gerade wichtig, weil mein Gefühl ist, in dieser Gesellschaft, völlig unabhängig von Parteipräferenz, gibt es ganz viele Menschen, die wünschen sich, dass wirklich ein anderer Weg eingeschlagen wird. Und dass wir aus dieser Debatte immer nur über militärische Kategorien zu reden, über Waffenlieferungen, noch mehr Waffenlieferungen, dass wir hier rauskommen, weil es einfach auch gefährlich ist. Und deswegen finde ich gut, dass da Linken-Unterstützer drunter sind, aber eben auch CDU-Politiker, CSU-Politiker. Aber man muss auch gucken, dass nicht die Falschen kommen. Ich möchte ein Zitat geben. Man muss weg von der militärischen Logik. Keiner darf diesen Krieg gewinnen. Nur wenn wir das akzeptieren und für eine friedliche Lösung arbeiten, hat der Frieden eine Chance. Das würden Sie wahrscheinlich unterschreiben können. Ja, und wahrscheinlich ist das von einem AfD-Politiker. Genau, von Alexander Gauland. Ja, ja, und ist es deswegen falsch? Also wenn Herr Gauland sagt, der Himmel ist blau, soll ich dann behaupten, er sei grün? Also das stimmt doch. Keine Seite kann diesen Krieg gewinnen, das sagen Militärs. Das sagt ja auch in Deutschland Herr Warth übrigens, also Erich Warth, der auch zu unserer Kundgebung aufruft. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.